Alles neu heißt es bei Viktoria Köln im Hinblick auf die neue Saison. Das umfasst auf der einen Seite eine neue Liga. Es ist nicht mehr die Regionalliga West, sondern die dritte Liga. Auf der anderen Seite umfasst es auch einen neuen Trainer. Pavel Dotschev, zuletzt 3 Jahre Übungsleiter bei Hansa Rostock, soll das Abenteuer dritte Liga leiten. Heute ist es noch nicht ganz so prominent. Es geht ins erste Testspiel, in sein Debüt gegen Landesligist TSV Germania Windeck. Und die Kölner in den hellgrünen Trikots von links nach rechts. Die Partie dauerte eine Weile, bis sie in die Gänge kam. Die erste nennenswerte Möglichkeit der Partie erst Mitte des ersten Durchgangs. Dann aber die 36. Minute und die Führung für den Favoriten Dominik Lanius, der Innenverteidiger, Kampfgröße von 1,95 Meter. Und bei der Höhe ist ein Kopfballduell natürlich undankbar für Konkurrenz aus der Landesliga. Die Offensivaktionen jedoch blieben in Durchgang 1 recht überschaubar. Die Viktoria hier nochmal mit der Möglichkeit und Adrian Müller macht dann da fast ein Eigentor draus. Das war es auch aus Durchgang 1. Gab nicht viel zu sehen, aber trotzdem die 1-0-Führung für die Gäste. Rein in Durchgang 2, der startet mit einem Freistoß der Germania, der sich dann aber als ganz gefährlicher Konter entpuppt. Das ist Sunar Jah mit dem Sprint über 60 Meter und dann hat er noch Luft und dann hat er noch Kraft, den hier einzunetzen. 0-2, Sunar Jah vom Bonner SC gekommen, ist gar nicht fest bei der Viktoria unterwegs, ist aktuell im Probetraining, möchte sich also auch hier beweisen und das ist doch mit diesem Sprint und diesem Abschluss schon mal relativ gut geglückt. Doch auch die Gastgeber wollten noch was beitragen, diese Ecke und der Anschlusstreffer für den TSV Germania Windeck durch David Elias Ekpe. Ist das nur einer für die Ehre oder geht da vielleicht noch was? Der Landesligist schnuppert zumindest ein wenig am Ausgleich. Doch die Kölner Antwort darauf ließ nicht allzu lang auf sich warten. Das ist wieder Sunar Jah, der hat das Auge und legt den ganz frech in die kurze Ecke zum 3-1. Das ist mal eine richtig dicke und richtig gelungene Bewerbungsmappe im Hinblick auf ein weiteres Engagement bei der Viktoria in Richtung Pavel Dotschev. Der Abschluss hier ist richtig stark. Allmählich bog dieses Testspiel dann auch auf die Zielgerade ein. Viktoria Köln nochmal mit einem Angriff über die rechte Seite. Dann gibt es eine Grätsche und dann die Entscheidung auf Hand. Elfmeter für die Viktoria. Ob das wirklich ein Handspiel war, können wir weder bestätigen noch dementieren. Dazu sind die Bilder nicht aufschlussreich genug. Der Elfmeter daraufhin sitzt aber trotzdem Patrick Koronkiewicz mit dem letzten Treffer dieses Testspiels überwindet hier Keeper Shankat Abd Ali. Das war's. Die erste Aufgabe für Trainer Dotschev in Form eines Testspiels ist eine erfolgreiche. Der Endstand gegen den TSV Germania Windeck am Ende 4-1. Doch es kommen natürlich noch die ganz großen Aufgaben, an denen er sich dann letztlich messen muss. Aber der Grundbaustein im ersten Spiel im Debüt, der ist schon mal gelegt. Die Stimmen zum Spiel. Sehr engagierte Leistung von beiden Mannschaften. Ich denke schon, dass wir am Anfang an uns schwer getan haben, gegen kompakte Mannschaft von unserem Gastgeber. Und da muss ich sagen, dass wir uns ein bisschen Mühe gegeben, um die zu knacken. Aber das war nicht möglich, auch zu einem, weil der Platz auch ein bisschen schlecht war. Und wir könnten nicht so direkt unbedingt schnell spielen. Und von daher, erste Minuten war schwierig, aber mit der Zeit wurden wir immer besser, haben uns besser angepasst auf die Bedingungen, da haben wir auch besser die Außenbahnen ausgespielt und dann haben wir das Spiel voll im Griff gehabt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.